Gegen was hat die empfindlich? Ich kann es mir nicht denken. Gegen was Aliens so viel sein könnten. Ja, du kannst einfach mal an und du vielleicht Feuer. Mal probieren. Was sind die gegen Feuer empfindlich? Obwohl auf Mars? Keine Ahnung. Tentakler wach. Oh, warum haben die alle so viele HP? Mein Gott, 48 MP. 200 MP. Stärken Element Wasser. Schusswaffen durchschlagen den Klipper ohne großen Schaden anzurichten. Schwäche gegenüber Elemente Feuer und Donner. Feuer war gar nicht mal so schlecht. Schläge. Okay. Muss mir. Hui, der Schaden ist doch mal genial. Geil, geil, geil. Ah, der 25 Schaden für Eleonore ist nicht geil gewesen. Bam, bam, bam. Warum ist die Kreatur eigentlich die schnellste hier? Es ist unlogisch. 113 Erfahrung, 100 Taler. Cool. Ausweg ist ganz nah mein Geschmack. Nesta! Ihr habt einen Herrn erschlagen. Uiuiuiui. Böse, böse, böse. Kommt, schnell. Folgt mir. Kommt, echte Freunde. Hier herein. Ich weiß nicht. Das Gemahl ist etwas so hastig. Hoho. Eine Einladung in ein Marshaus schlage ich gewiss nicht aus. Komm, Freunde. Hinterher. Oh Gott. Nein, nein. Macht schnell, liebe Äffchen. Etwas wollen noch lernen, uns nicht als Äffchen zu bezeichnen, Bursche. Es ist nicht der richtige Zeit für Benimmunterricht. Schnell, schnell, liebe, ehrenwerte Gäste. Na bitte, geht doch. Ach, Markwitz. Okay. Sieht irgendwie ziemlich normal aus. Naja, es ist normal. Futuristisch normal. Diese Pflanzen sind etwas eigenartig. Sie haben es aber sehr gemütlich hierher, Ei-Hai. Oh, oh, die Decke stellt noch voll ins Ei, wenn das weitergeht. Gemütlich, gar keine Frage. Der Gesichtsausdruck. Okay, jetzt werden wir steuern. Bis zum Enker. Du findest eine Badekur auf Mars. If you mean? Nur wenn ihr Sand, der dich durch Fugen rennt. Sie haben hier überaus interessante Pflanzen, mein Lieber. Ah, die Kopfwändler, Wedler. Sie sind unsere große Freude. Wir sind die geborenen Gärtner, müsst ihr wissen. Wir waren es zumindest, bevor wir zu den Dienern der Tentakler wurden. Okay, und gegen die muss ich dann kämpfen. Hier kam kürzlich ein kleiner Teil der Decke herunter. Warum eigentlich? Die Bauweise des Ei-Hai-Hauses. Lesen? Ja. Mars, Erde und Wasser werden zu einem Gemisch verrührt. Verrührt. Ja. Da fehlt ein R. Rechtschaft will ein Reise Ei in den Reise des Ei gefunden. Anbringern! Verrührt. Dass sich in der trockenen Masse geschwind zu einer festen Substanz verbindet. Solange die Behausung in regelmäßigen Abständen in Wasser besprenkelt wird, ist das Baumaterial dauerhaft fest. Um auch in den kalten Marsnächten ein Höchstmaß an Wärme zu genießen, werden die Schlafräume unterirdisch angelegt. Ah, also deswegen Brücke, dass wir auch auseinander, weil es hier kein Wasser gibt. Mhm. Ah, das war schon gerade, warum das Ding hier runterkommt, die Decke. Wirkt ein wenig wie intelligente Spaghetti. Intelligente Spaghetti. Hier könnte er erst einmal untertauchen, bis sich die Aufregung gelegt hat. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, oh, oh. Es war sehr leichtsinnig von euch, einen der Herren zu töten. Sie sind sehr mächtig. Aber wenn ihr hier bleibt, wird alles gut. Hoffentlich. Erzähl mir von dir, Ei-Hai. Oh, du scheinst meinen. Mein Name wäre Ei-Hai, liebes Weißfeieräffchen. Weißfeieräffchen? Hoho, ich mach dir Knirps. Aber sag, wie heißt du dann? Wir sind die Ei-Hai. Das ist der Name meines Volkes. Ich bin einfach der, der ich bin. Okay, das ist die auch bei anderen Alien-Rassen, die einfach keinen eigenen Namen besitzen, sondern kollektiv zusammengeschlossen sind und wahrscheinlich
Ja, ich denke mal nicht, dass es sowas wie Nerv wie ein neuronales Netzwerk haben. Du hast ja keinen eigenen Namen, Aber wie haltet ihr euch dann auseinander? Es ist ja nicht so, dass wir alle gleich aussehen. Bum, bum, Punkt. Haha, das hätte ich auch gesagt. Wer sind diese Tentakler? Die Herren, schreckliche, mächtige Herren. Sie sind stark, die Einheit schwach. So war schon immer. Sind die Tentakler die Herren des Mars? Sie sind furchtbar stark und furchtbar mächtig. Wir dienen ihnen treu. Der Kleine ist hilfsbereit, aber nur bedingt hilfreich. Ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Öffne Sklave. So ähnlich. Ja, Herr, ja, die Eihaie machen immer, was sie ihnen sagt. Feindliche Kröte! Wir sind ja eindringliche Herren. Euer treuer Diener hat sich für euch aufgehalten. Was? Dann noch schon darfst du nicht mit dir, Sklave. Oh Gott. Ich hoffe immer noch auf eine gütliche Einigung. Bringen wir das Weibchen und die anderen Äffchen zum Schweigen. Nein! Oh, 600 AP insgesamt. Na gut, schwingen wir die ganze... Und nee, halt, das bringt ja nicht sehr viel Hieb. Und Deckung und Flammenlinie. Aua! Aua, aua. Ba, ba, ba. Hilfe! Sind ziemlich stark. Vielleicht bin ich so niedriglevelig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte einer bei tot sein. Und wir haben ja immer noch genügend. Eigentlich. Weil sollte ich mal Heilung regelmäßig machen und Flammenlinie. Gibt ihren Kumpan eine Medizin. Ja, alles klar. Das heißt, das ist die mentale Konzentration. Das heißt, das tut schon wieder. Und Medizin hat ja, glaube ich, unter der HP, oder? Gott. Aua. Hilfewolke. Aua. Na. Bam, bam, bam. Oh, man seid ihr endlich mal tot hier. Wir haben viel, viel HP. Haben sie recht, die heißen das nicht. Och nein! Und dann gibt's den Tentakelkleinen, aller Mackwitz! Spürt neben Nebelwolke. Ah. Bam, bam. Oh yeah! Einer ist schon mal tot. Bleiben noch zwei. Oh, die machen so viel Schaden, verdammt. Oh, tot. Ja! Sehr gut. Der eine wird doch ein Kinderspiel, oder? Ach Gott. Hilfe. Ja, es hat der schon wieder keine MP mehr. Geil. Gruppenheilung. Ja, doch, komm. Und Flamme. Bam, es hat Beschwinger. Ach, bin ich doof. Na egal. Und du bist tot. Ach Gott. Jetzt gibt es aber massig Erfahrung. 339. 300 Teiler und eine Medizin. Mackwitz Level 12. Yay. Und wieder tot. Und let's ihn! Glaubt ihr, uns ungeschafft hintergehen zu können? Ah, bitte tut mir nichts. Der Zorn der Herren wird schon schlimm genug. Du wärst äußerst unartig. Das muss ich schon sagen. Ich glaube kaum, dass wir so einfach darüber... Bitte, bitte bestraft mich nicht. Ich sage euch, warum ich mich nicht gegen die Herren auflehne. Wer sich etwa rausfinden, Kerl, braucht er gar nicht zu versuchen. Verzeihe nie. Kommt und seht. Wenn du das mich nochmal hintergehen willst, sehen wir uns an, was der Bursche da unten hat. Sag los, lasse mich ohnehin nicht erweichen. Wir sind neugierig. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal heilen. Wunderwasser, danke. So. Was ist nochmal ein Kampf kommt? Zum Glück habe ich noch 91 von den Dingern. Puh, tu. Mackwitz hat leider nichts Neues dazugelernt. Und ich lernte noch was. Naja. Und runter. Achso. Wir haben Besuch. Kommt her. Ihr seht immer einen größten Schatz. Ich würde nichts riskieren lassen, gefährdet.
Ich verstehe. Du wolltest deine Familie schützen.